Wir nehmen unsere Welt durch unsere Sinne wahr. Daher werden schon seit langem die Menschen weltweit nicht darüber informiert, wofür die Weltwirtschaft bereit ist und zu tun bereit ist. Doch dazu später mehr. Um dieses Video etwas besser verstehen zu können, würde ich jetzt gerne den ersten Videoclip dieses Videos zeigen. Yes, I was used in CIA black budget operations, many of them of a military nature. I was a mind control victim in these same black budget operations, and I was used as a propagandist by the CIA to help bring in the new world order. I was actually a media person, I still am, radio and TV and print journalism, and basically they set me up through a CIA front company to propagate the New World Order through New Age propaganda. A lot of this New Age material that we see coming out today, it is an Illuminati ploy to bring in the New World Order. It's sort of a diversionary tactic part of it. It's a way to get people to be complacent and under mass mind control. And that involves a lot of the trance channeling, all those sorts of things. It's a way to sort of lull people into a false sense of security based on a false spirituality. Weil 1% der Menschen von der Weltwirtschaft aus den Rest der Menschheit regiert, wird auch das Fernsehen benutzt, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Weil die Weltwirtschaft mit den Menschen viel vorhatte und noch viel vorhat, werden wir aus allen Richtungen bewusst fehlinformiert und manipuliert. Da der Mensch gerne viel Fernsehen guckt, werden wir auch daraus gerne mit Film und Fernsehen in die Irre getrieben. Sprich, Ordnung aus dem Chaos, indem man wahre Begebenheiten mit Film und Fernsehen vermischt. So kann die Realität runtergespielt werden und geriet somit auch nicht als Warnung an die Menschen, sondern als Hollywood-Scherz, weil die Medien nicht informieren, da sie kontrolliert sind. Und weil vor kurzem die Geheimdienste eh entlarvt worden sind und die Merkel abgehört wurde und dem Obama das bewusst eh egal ist, dürfte es eh jedem inzwischen klar sein, dass Geheimdienste eh machen, was sie wollen. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharma-Lobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Aber was ist denn Saudi-Arabien für ein Land? Was herrschen denn dort für Zustände? Darf ich Ihnen ein paar Beispiele nennen? Jürgen Trittin hat es schon gesagt, Frauen dürfen nicht Auto fahren. Es gibt keine Wahlen. Es gibt keine legale Opposition. Es gibt Todesurteile. Es gibt Folter. Es gibt öffentliche Auspeitschung. Es gibt das Abhacken von Händen. Und dahin liefern Sie Waffen, dahin liefern Sie Panzer. Das ist doch nicht zu fassen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dann, wissen Sie, ich kenne die Kriegsbegründung bei Afghanistan. Da heißt es immer, es geht um den Kampf gegen Terrorismus. Und das amerikanische Außenministerium hat bestätigt, alles Geld für Al-Qaida kommt aus Saudi-Arabien. Nicht direkt vom König. Da haben Sie recht, Frau Staatssekretärin. Aber aus Saudi-Arabien, aus den reichen Familien, wird Al-Qaida bezahlt. Was haben Sie denn jemals dagegen gesagt oder dagegen getan? Wie glaubwürdig ist denn ein Krieg gegen Terrorismus, wenn man gleichzeitig an diejenigen, die den Terrorismus bezahlen, Panzer liefert? Das ist nicht hinnehmbar. Und deshalb, ja, Sie wollen das weiter ein Geheimnis rausmachen. Ja, und was haben wir davon? Erklären Sie mir doch mal, was haben wir davon, außer dass die Rüstungslobby daran verdient? Ja, wie gerade eben gesagt, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, was in unserer Gesellschaft wirklich los ist. Solange in Arnold Schwarzenegger-Filmen für die Weltwirtschaft getötet wird und das neue iPhone gut funktioniert, ist alles andere egal.
Die Menschen werden oder sind schon von der Realität abgeschnitten worden. Was übrig bleibt, ist Arbeit und Konsum. Und das ist gefährlich, weil die Weltwirtschaft ihre jetzige Kontrolle weiter ausbauen will. Womit ich nun zum Konsum kommen möchte. Nichts gegen Konsum, aber ich habe was dagegen, wie die Weltwirtschaft es benutzt. Sie benutzen den Konsum als Waffe. Großkonzerne sind in der Wirtschaft miteinander verbunden, ob es Facebook ist, Nike oder die Automobilindustrie. Natürlich wissen nicht alle Mitarbeiter davon, was dahinter los ist, aber wegen der dringenden Benötigung des Geldes wird alles getan, um das System zu schützen. Konsum wird nicht direkt geschaffen, weil die Industrien euch so glücklich wie möglich machen wollen, sondern sie werden verkauft, um euren Fokus auf einen bestimmten Punkt zu bringen, damit ihr keinerlei Mitgefühl und keinerlei Wut empfinden könnt, wie Krieg, unterdrückte Länder, Ausbeuterfirmen und alles Mögliche, was grauenhaft ist. Der Mensch soll sein Gefühl dafür verlieren, dass er ein Individuum und was Besonderes ist. Eine beruhigte Schafherde ist eine leicht kontrollierbare Herde. Und es funktioniert nicht nur, sondern sie benutzen es überall, womit wir aufwachsen, woran wir uns erfreuen, wo wir wieder beim Fernsehen sind. All diese Sachen geschehen nicht aus Zufall. Stars, Fernsehen, Werbungen, Serien, die international weltweit im TV täglich rauf und runter laufen, Castingshows. Sie benutzen all dies, um das Konkurrenzverhalten unter den Menschen zu stärken. Sexualität wird auch immer mehr im Fernsehen gezeigt, weil es um die Verdrehung der Werte geht. Der Mensch wird tiefer ins Animalische gezogen, damit er nur noch biologisch funktioniert, um zu konsumieren und nicht das volle Bewusstsein entdecken oder erweitern kann, damit man mögliche Gefahren wie die Verbreitung der Kontrolle wie RFID-Chips nicht bemerkt, bis es zu spät ist. Wenn wir wirklich eine Weiterentwicklung wollen, sollte man den Leuten Chips implantieren in den Schädel, die explodieren, wenn sie etwas Dummes sagen. Diese Technik soll schon längst existieren und von der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA bereits für die Anwendung beim Menschen zugelassen worden sein. Diese Chips sammeln, speichern und übermitteln unmerklich und unsichtbar nicht nur persönliche Daten, sondern sie können auch für viele andere Funktionen kodiert werden. Durch den Chip soll zum Beispiel ferngesteuert einer Zielperson eine tödliche Dosis Cyanid in die Haut gebracht werden können. Ein Reporter von Fox News ist in dem Video mit den Worten zu hören: Der Chip bringt dich um, wenn du aus der Reihe tanzt. Das ist es also, was Sie herbeizuführen versuchen. Sie erzählen uns, bei diesem Imperium handle es sich um ein Projekt für Frieden und Wohlstand. Was Sie uns nicht erzählen, ist die Tatsache, dass es bei diesem Projekt in Wirklichkeit um den persönlichen Machtgewinn einer kleinen Elite geht. Das ist die Wahrheit, die sich hinter diesem Projekt verbirgt. Es gibt einen Geheimplan, der eine globale Diktatur einrichten will, mit einer Weltarmee, mit einer Weltbank und mit einer Bevölkerung, die Mikrochips in sich trägt. Die schreckliche Wahrheit hinter den ganzen Betrügereien der Politiker oder dem, was bei Banken passiert, ist die komplette Manipulation der Selbstidentität der Menschheit. Man will, dass wir eine Identität haben, die uns unsere eigene Winzigkeit vorgaukelt, damit man uns kontrollieren kann. Aber unsere echte, wahre, großartige Identität, die wollen sie möglichst weit von uns entfernen. Im Alltag wird doch immer klarer, wie die Gesellschaft strukturiert ist und wohin uns das führt. Wir sind Bewusstsein, wir sind Verstand, wir sind alles, was immer war und was immer sein wird. Wir tragen die Erfahrung der echten Wirklichkeit in uns. Was das System nur tun muss, ist dieses unendliche Selbst, dieses sehr mächtige Selbst, in eine Hülle hineinzustecken und es zu isolieren. Schauen Sie sich doch einmal die Welt an. Die Massenmedien zerstören die Informationen aus dem gleichen Grund, weshalb die Universitäten Wissen zerstören. Die Menschen sollen nicht informiert sein. Schauen Sie sich in der Welt um. Überall reagieren die Menschen auf identische Weise.
quer durch alle Kulturen, überall die gleichen Reaktionen. Es ist wie Informationen, die am Computer eingegeben werden und wo dann jemand die Enter-Taste drückt und schon reagieren die Menschen überall gleich. Das ist ein Computerprogramm, das einfach so abläuft. Aber wir müssen diesem Programm nicht folgen. Wir müssen das nicht tun. Es gibt andere Wege, andere Möglichkeiten. Wir müssen einfach nur unser Bewusstsein erwecken und verändern. Die Agenda ist es, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Und Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wir stehen auf, fordern Stoppschluss. Es ist genug, denn zu Ende ist euer hinterlistiger Betrug. Stopp! RFID-Chip, denn es wird zum Genozid. Eure Pläne sind durchschaut, ihr habt uns jetzt genug beraubt. Wir fordern Stoppschluss. Es ist genug, denn zu Ende ist euer hinterlistiger Betrug. Stopp! RFID-Chip, denn es wird zum Genozid. Eure Pläne sind durchschaut, ihr habt uns jetzt genug beraubt. Stell dir mal eine Welt vor, denn so steht sie uns bevor, in der du keine Freiheit hast und jemand auf dich aufpasst. Gehst du hinaus, Big Brother weiß es auch. Ständig wirst du kontrolliert, ständig ist er informiert. Alles, was du machst, wird von ihm bewacht. Egal, wo du auch bist, immer ist er auf der Lauer. Alle Daten über dich hat er fest im Griff. Große Unternehmen bewachen dein Leben. Wir fordern Stoppschluss, es ist genug, denn zu Ende ist euer hinterlistiger Betrug. Stopp, RFID-Chip, denn es wird zum Genozid. Eure Pläne sind durchschaut, ihr habt uns jetzt genug.